Da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Let's play Take It Light. So, oh, da kommt schon der erste Zombie angelaufen. Wie schön. Ja, da stimmt es an der Textur nicht. Das werden wir beim nächsten Mal beheben. Aber für jetzt können wir das auch als Zombie identifizieren. So, wir haben ein bisschen Kohle gemacht. Aus dieser Kohle können wir jetzt schön unsere ersten Fackeln machen mit dem Mini Crafting Table. Pocket Crafting Table. So, 7 Fackeln. Wunderbar. Und ein Eisenschwert, denn ich habe Angst. So. Iron Fern. Ach Quatsch, die Fern ist nehmen wir wieder mit. Und weiter geht's. Schön die Erz hier wegklopfen. So, beim letzten Mal war ich stehen geblieben zum Thema Vulkane. Genau, Vulkane sind gut. Denn sie enthalten Lava. Und wie es für einen Vulkan sich so gehört, natürlich ein großes Lavadepot. Das heißt, oben fließt meistens ein bisschen Lava raus. Und wenn man dann einige Blöcke quasi in die Tiefe schwimmen würde, würde man unten eine riesengroße Lavabubble, also eine Lavablase, entdecken. Und deswegen beherbergen Vulkane wirklich eine Menge Lava. Das gleiche gilt für, was es hier auch noch neu gibt, Ölquellen. Es ist quasi, ja, schwarzes Wasser. So sieht es zumindest aus. Und Öl kann man auch für viele wichtige Dinge benutzen, was wir auch noch tun werden. Und hier gibt es auch Ölseen. So ganz normale Seen wie Wasser auch. Da ist nicht viel drin. Aber es gibt eben auch Ölquellen, die sprudeln dann in die Welt hinaus. Und je höher dieser Sprudelstrahl ist, desto tiefer und desto größer ist die Ölquelle im Inneren der Erde. Und ich habe bereits eine Singleplayer-Welt, in der ich schon recht weit gekommen bin. Und dort habe ich auch eine riesengroße Ölquelle gefunden, die ich bis jetzt nicht erschöpft habe. Und ich habe echt viel Öl. Von daher, die brauchen wir auch noch. So, okay, hier ist nichts. Aber hier nehmen wir unsere Fackelchen wieder mit. Teures Gut, die gute Kohle. Wollen wir nicht verschwenden. Okay. Es ist Nacht draußen. Das ist wiederum nicht so gut. Wir haben noch keine Schafe gefunden, das heißt, ein Bett gibt es noch nicht. Und es regnet auch noch. Oh, wie schön. Okay, dann gehen wir wohl weiter in den Untergrund. Denn bei Nacht draußen sein ist nicht so schön. So, hier oben noch Kohle, das habe ich gesehen. Die nehmen wir noch mit. Wichtig, wichtig. Noch mehr Kohle. Ja, ich grabe sehr ungern unter mich direkt, auch wenn es nur eine Erdoberfläche ist, aber ich habe schon sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht, was es unter einen drunter graben angeht. Deswegen will ich erst gar nichts riskieren. Denn am Anfang ist es schon gefährlich genug, da müssen wir nicht auch noch in irgendeinen Lavasee fallen und unsere gesamten Gegenstände verlieren. Das ist nämlich immer das alleruncoolste von allen. Noch ein bisschen mehr Kupfer, 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 Kupfer. Kupfer gibt es, glaube ich, sogar noch häufiger als Eisen in der Ticket-Welt. Aber es wird eben auch gut gebraucht. Denn wie gesagt, nicht nur für Kabel, sondern auch für einige andere Sachen. Und daher ständig im Verbrauch. Eisen, so viel Eisen am Anfang, das finde ich direkt super. Zack, da ist sie kaputt. Aber wir bekommen direkt eine neue in die Hand gedrückt. Oh. Unser erstes Skelett. Hauen wir uns direkt mal einen Apfel rein, damit wir gar nicht erst Großleben verlieren. Schwert voraus in den Untergrund. Kohle. Licht, Licht, Licht. Oh, hier ist wieder eine Sackgasse. Schade, schade. Ich glaube, solange ich die Kohle abbaue, werde ich noch mal ein bisschen weiter Eisenerz brennen. Denn so eine Rüstung am Anfang wäre doch schon sehr gut. Leider kann man aus dem Kupfer
keine Rüstung machen. Aber man kann Kupfer weiter verarbeiten zu Bronze. Und aus Bronze wiederum kann man eine Rüstung machen. Die hält in etwa so viel aus wie Eisen, hat aber eine 30% längere Lebenschance, also Lebenserwartung, als Eisen. Ist quasi ein Mixmetall mit einem weiteren Metall. Das stelle ich euch vor, sobald wir es gefunden haben. Und ich höre schon die Zombies stöhnen. Wie schön. Komm mir wieder vor wie im Puff hier, Mensch. Ach nee, herrlich, herrlich. Diese Zombies. Ohne wäre auch langweilig. Apropos, ich bin gespannt, wann die Freunde meine Creeper wieder rauskommen. Denn ich habe so eine Affinität zu Creepern oder andersrum, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ziehe ich eine Menge Creeper an, die gerne Bumm machen. Und mich und einige andere Sachen gerne in die Luft sprengen. Also, die nehmen meistens immer was mit, ja. So, mein Handtäschchen-Table. Was machen wir zuerst? Das machen wir zuerst. Ein hübsches Höschen. Damit es nicht kalt wird. Hübsch nicht mal. Passt zum Outfit. Ups. So. Ladida. Das dauert und dauert und dauert. Sobald wir unsere ersten Maschinen haben, wird es nicht mehr ganz so lange dauern. Hihi. Denn natürlich bringen die einiges, was vor allem Geschwindigkeit angeht und Effizienz. Hier ist niemand, schade. Ach, schmilz doch mal schneller. Dann gibt es einen Hut. Nicht schön. Und dann kriegen wir die Boots. Und ganz viel Erfahrung. Was auch gut ist in Ticket Light, ist, dass man durch die neuen Erze genauso viel Erfahrung kriegt wie durch die Minecraft-eigenen. Das ist ganz gut. Das heißt, man steigt schnell Level. Was allerdings nicht so essentiell ist hier in Ticket Light, sind die Verzauberungen. Man kann Sachen verzaubern, ich weiß gar nicht genau, inwiefern man die Ticket Light Sachen verzaubern kann. Aber Rüstung zum Beispiel kann man, glaube ich, fast alle verzaubern, daher ist es schon ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob man die quasi strombetriebene Ausrüstung auch verzaubern kann. Aber das werden wir alles noch herausfinden. Und am Anfang würde es sicherlich helfen, so Schwerter zu verzaubern zum Beispiel. Damit wir ein bisschen mehr Schaden machen. Das hilft immer. Und Bögen. Bögen gibt es immer noch. Und okay, es gibt zwar den Weapon-Mod. Und den habe ich ehrlich gesagt noch nicht so erforstet. Und da helfen am Anfang Pfeil und Bogen doch erstmal mehr. Und das zu verzaubern ist sowieso sehr sinnvoll, weil auf Distanz zu schießen ist vor allem gegen Skelette sehr gut. Dann kippt man nicht ganz so schnell aus den Latschen. So, haben wir jetzt mal langsam hier fertig. Komm ein noch. Danke, das reicht. Okay, Pocket Crafting Table, zack. Einen hübschen grauen Overall. Gerade sehr topmodern. Schwertchen in die Hand und weiter geht's. Fackeln lasse ich jetzt hier, jetzt ist es mir zu blöd. Gut, dann wollen wir mal in unsere tiefe Schlucht hinabsteigen und schauen, ob wir nicht mal doch Redstone finden möchten. Dafür müssen wir ganz schön tief runter. Aber es sieht ja eigentlich ganz gut aus. Tief. Dann hauen wir uns hier mal runter. Stufen, ich mag Stufen. Dann fällt man nicht so tief und kommt auch wieder rauf. Apropos Fackeln, Licht. Ich hoffe, hier geht es noch mal tiefer runter und es ist nicht schon wieder eine Sackgasse. Das wäre blöd.
Ah, sieht nicht so gut aus. Was haben wir hier? Wasser. Wasser und Kies. Wasserquelle machen wir doch mal zu. Das nervt nämlich. Und hier ist auch schon Ende. Schön, schade. Ich hatte mir mehr erwartet. Naja. Aber wir werden schon was finden. Vielleicht bauen wir jetzt doch erstmal den ersten Unterschlupf. Und gehen dann nochmal auf eigene Faust los. Und holen uns Redstone. Zack, zack. 3, 2, 1, meins. Ganz allein. So, das kommt noch mit. Nichts verkommen lassen hier. Alles wichtig. So, da ging es nicht weiter. Hier war noch Kohle. Die nehmen wir mit. Kohle ist wichtig, wichtig. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Weg mit dem Gravel. Gravel, Gravel. Wir brauchen kein Kies. Noch nicht. Wichtig zu wissen, Kies ist sogar essentiell zum Herstellen von Diamanten aus Kohle. Ich habe schon erzählt, Diamanten aus Kohle. Total cool. Und zwar kann man aus einem Stack Kohle, mit Weiterverarbeitung natürlich dazwischen, einen Diamanten gewinnen. Das ist ziemlich cool. Vor allem am Anfang, vor allem bei meinem Diamant finde Glück. Also ich finde ja selten Diamanten am Anfang. Gerade wenn es wichtig ist oder wenn ich ganz dringend was bauen muss. Zum Beispiel die erste Diamantspitzhacke zum Abbauen von Obsidian. Das ist immer mies. Da suche ich mich echt halb dumm und dämlich. Ganz, ganz fies. Naja, auf jeden Fall ist das für uns hier in Ticket eine super Möglichkeit, direkt am Anfang ein bisschen Diamanten zu machen. Wenn das Glück mal wieder nicht will. Dazu benötigen wir unter anderem Kies. Nicht den reinen Kies, sondern Flint. Also den Feuerstein aus Kies. Komm hier rum, Moment. Sprinten, Geronimo! Oh, ich bin so doof. Ja, das sollte ich vielleicht sein lassen. Ah, schön. Nehmen wir doch einfach die Seite. Ach ja, dazu brauchen wir auch noch einige Maschinen, um eben diese Diamanten aus der Kohle zu gewinnen. Aber dafür fehlt uns, wie gesagt, der Redstone. Oh, was sehe ich da? Ein Dschungel. Dschungel ist gut. Ach, seht ihr? Die schwarzen Flecken auf der Karte sind gar keine Vulkane, sondern ein Dschungelbiom. Wunderbar. Dschungelbiom. Hier gibt es auch einen schönen neuen Baum, den wir vielleicht finden werden. Aber als allerärgstes muss ich hier mal eine schöne Spitzhacke opfern. Axt meine ich. Um hier ein bisschen Holz zu sammeln für Holzkohle. So, 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 so. Das nehmen wir alles mit. Ein Äpfelchen für die Gesundheit. Oh. Ein hübscher Baldachin. Du kommst auch noch mit. So, die eine Axt ist kaputt. Und da steht noch ein bisschen Baum. Aber das ist nicht so schlimm. Wir ziehen einfach weiter, dann wird es uns nicht weiter stören. So, was haben wir denn da? Okay, aber doch da. Da seht ihr die Blätter von dem neuen Baum. Der nennt sich, ich glaube, Rubberwood. Aber es gibt in Ticket zwei Arten von Rubberwood. Eben einmal diesen Dschungel-Rubberwood. Und noch einen anderen Rubberwood, den wir gleich noch kennenlernen werden. Und ich sehe auch schon, wo wir ihn kennenlernen werden. Meine Güte, hier ist ein super Plätzchen. Direkt ein Sumpfbiom in der Nähe. Hier haben wir glatte Fläche, Wald, Dschungel. Fehlt nur noch ein Schneebiom. Dann wäre es perfekt. So. Hier im Pilzbiom werden wir unseren anderen Bäume finden, die wir dringend brauchen werden. Und ich sehe gerade, wir haben hier eine wunderschöne flache Fläche. Ich glaube, die werden wir direkt missbrauchen für unser erstes Häuschen oder generell für unseren Standort. Ja, das mag ich. Da brauchen wir nicht so viel Terraforming machen. Haben wir direkt schon alles vorgegeben. Oh, da ist auch Zuckerrohr. Meine Güte, was für eine schöne Karte. Und das mit meinem Namen. Ha! Was will man mehr?
Wunderbar. Okay, was haben wir denn Schönes zum Bauen da? Wir haben ein bisschen Kabel, wir haben ein bisschen Holz. Fangen wir direkt an mit ein bisschen Designing. Und zwar mag ich gerne den Landhausstil. Eins, zwei, zwei hin, eins im Sinn. Oh ja, sieht's. Eine gute Idee. Sieht, 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 sieht. Hier gibt es nämlich nicht nur die normalen Seeds für unser Weizen, sondern auch die neue Seeds. Und zwar Flachs-Seeds. Dachte da bestimmt, regt kein Flachs. da waren sie auch schon. Flachs-Seeds. Aus den Flachs-Seeds bekommt man bekanntlich Flachs. Kaum zu glauben, aber ist wirklich so. Und Flachs. Flachs ist auch eine sehr interessante Pflanze. Aus Flachs bekommt man nicht nur weitere Flachssamen, sondern auch Strings. Und Strings ist, denke ich mal, gerade für uns sehr gut, weil ich sehe jetzt so auf Anhieb keine Schafe. Das heißt, an Wolle zu kommen, wäre doch recht mühsam. Und ich sehe gerade, die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Das heißt, nächstes Mal geht's weiter mit Le Häusle baue. Und ich sag mal, danke fürs Zusehen und bis dann.